Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute geht es um das Thema, warum sollte man Medikamente nehmen, wenn man eine Schizophrenie hat oder Psychose. Schizophrenie ist eine Unterform der Psychose, also sagen wir trotzdem Schizophrenie, wenn das meine genaue Diagnose ist. Und das ist ja für die Allgemeinheit, also Psychose, Schizophrenie, ich sage jetzt einmal Schizophrenie. Ich hoffe, das passt für euch und wenn nicht, kann ich auch nichts machen. Auf jeden Fall, es gibt viele Medikamentengegner, Schizophrene, die keine Krankheitseinsicht haben und dadurch auch natürlich nicht verstehen, warum sie Medikamente nehmen sollten. Bestes Beispiel, ich selbst. Die ersten 2 bis 3 Jahre von meiner Schizophrenie habe ich nie immer wieder geglaubt, dass ich diese Götter höre und ja, mir ist immer wieder von ein paar Leuten ausgeredet worden, mach so eine Medikamente, die sagen so, Medikamente sind schlecht. Auf jeden Fall, jetzt bin ich der festen Überzeugung, weil jetzt bin ich ziemlich draußen aus der Schizophrenie. Mein Leben geht bergauf, ich kann bald wieder arbeiten wahrscheinlich. Und das habe ich größtenteils nicht nur meiner Arbeit mit mir selbst und der Therapie, sondern auch mit Medikation, mit meiner Medikation geschafft. Ich kriege eine Depotspritze und Leponex. Es ist super Kombination, wenn die Schizophrenie nicht weggehen will. Ich habe nämlich ein bisschen eine hartnäckigere chronische Erkrankung schon und das hat sich in mein Gehirn schon reingebrannt, diese Stimmen hören und so und Sachen sehen. Aber ich habe eine nette Geschichte gehört von meinem Vater, der kennt eine Dame, die 7 Jahre lang medikamentös behandelt worden ist und die jetzt keine Medikamenten mehr braucht und es geht ja gut, sie hat keine Halluzinationen und so, keine Wahngedanken und so Sachen und da kenne ich noch mehr Geschichten von verschiedenen Leuten, die das einfach geschafft haben mit Medikamente und die haben es auch nicht für immer gebraucht. Ich bin gerade in einer Phase, wo es bergauf geht und wo ich unbedingt die Medikamente brauche und jeder Schizophrene sollte Medikamente nehmen, weil da habe ich noch eine super Geschichte vor euch, geht wieder um mich. Und zwar, ich habe, glaube ich, vor 2, 3 Jahren oder so, habe ich einmal einen Sommer, wollte ich keine Medikamente, ich wollte zuschaffen mit Sport und alles Mögliche. Und so 30 Tage hat es ohne Medikamente gar keine richtig gut gegangen. Aber dann habe ich auf einmal einen meiner ärgsten Schübe gehabt und dann habe ich mich wieder auf Medikamenten einstellen lassen und dann war es auch ziemlich schnell wieder gut. Ne? Aber ohne Medikamente könnte es mir bei mir überhaupt nicht vorstellen. Also wenn ihr Krankheit eine Psychose habt, auch wenn ihr es euch nicht eingestehen wollt, das letzte Mal in meinem letzten Schub, in den schlimmeren und in den längeren, der ziemlich lange dauert, die aktive Phase, weil ich ja vorher drin war, habe ich wieder Medikamente von selber nehmen wollen, weil mir ist aufgefallen, dass ich einen kompletten Realitätsverlust gehabt habe. Nicht nur das, was ich geredet und gedacht habe, sondern dass meine Umwelt sich nicht real angefühlt hat. Und so bin ich immer mehr auf die Schliche gekommen, dass das eigentlich kompletter Bullshit ist. Man soll nicht die ganze Zeit auf seine Gedanken hören. Stay positive. Also, wenn ihr krank seid und man glaubt nicht, dass man krank wird. Man glaubt es nicht. Ganz besonders am Anfang nicht. Ich habe 4 Jahre gebraucht, dass ich so weit bin wie jetzt. Also. Aber das kann jeder schaffen. Jeder. Aber meine Empfehlung, Medikation ist wichtig. Auch wenn sich manche ausreden wollen, es gibt Nebenwirkungen. Aber daran gewöhnt sich der Körper an die Medikamente. Und das ist auch gut so. Weil ich kriege Leponex und das ist gerade der Holzhammer der Neuroleptiker, könnte man sagen, außer Haldol, aber das will man nicht. Aber das wirkt bestimmt, weil man, das ist wie eine Lobotomie, falls wisst ihr, was ich meine. Da ist man dann immer so. Also, das ist kein gutes Medikament, okay. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum Medikament wissen wollt oder wie es mir noch geholfen hat, es gibt. Das hat mir in vielen Bereichen geholfen. Und ich bin ja auch noch nicht gesund. Ich bin immer noch erkrankt, nur bin ich halt schon sehr weit mit dieser Krankheit. Also im positiven Sinne. Ich als Person bin weiter gereift wie ein guter Wein. Und klarer. Aber es liegt doch dran, nicht rauchen hilft auch. Ich tue jetzt nur mit Dampfen und so. Aber das hat jetzt nichts mit dem Video zu tun. Also ich hoffe, es hat euch irgendwie geholfen. Nehmt Medikamente, wenn ihr erkrankt seid. Und hört ein bisschen auf eure Umwelt, wenn ihr euch die ganze komisch benimmt und so,
Heimlichkeiten macht und so und allein mit den Stimmen quatscht und so und das ist ein Teufelskreis. Da muss man mal schauen, dass man rauskommt. Also mir ist, ich meine, Denken ist schön und gut, wenn man es in richtigen Maße macht und nicht die ganze Zeit mit der Schizophrenie redet. Ich weiß nicht, manchen hilft es vielleicht, aber ich persönlich lebe einfach mein Leben, nehme meine Medikamente, kann alles machen nebenbei. Reisen, sonst was, ich kriege jetzt, na, da kommt ein Update-Video am Freitag. Jo, das passt schon. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis Freitag, Leute. Peace out.